Oh, SMW. Kleine Pause gehabt. Muss ich sagen. Oh, ich muss mir mal lauter machen. Was donnert draußen, das ist krass. Das Wetter hier. Junge, Junge. Ich weiß noch, wie man spielt. And Luigi cast himself from the highest mountain in the Empire. Death would be his escape from madness. We were dead before the ship even sank. Huh? Choose the sword and you will join me. Choose the ball and you join your mother in death. You don't understand my words, but you must choose. So come boy, choose life or death. Wann ist die denn, Oolong? Doch, eigentlich schon. Oh, hat die Kamera wieder geflackert? But the world turned. I learned life is hell. Living in the world, no different from a cell. Junge, was ist das denn? Einfach komplette Story. Boah, eigentlich bin ich schon sehr interessant daran. The fuck? No. We will never get out of here. Doomed. We were doomed. We are all dead. These creatures, they came from nowhere. The ships are all destroyed. All hope is lost. Luigi, even for you. Wie lang geht denn die? Oh, was ist das? What the fuck? Okay. 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 Ja gut, Mist, die will ich ja schon spielen, sehen, ne? Okay. Okay, ich muss da wieder rein. Das neue Black Ops? Wieso? Gibt es da irgendwelche neuen Dinge? Ist da irgendwas herausgestochen? Gab es nicht dieses Gerücht, dass da was mit dem mit 9/11 drin vorkommen soll, eine Mission? Ist das Quatsch? Boah, wie geil ist das? Kratos? Foul beasts, I will send you back to the depths of Hades. What the fuck? Okay. Ach, da ist ein Kaizo. Hä, der war ja geil gekennzeichnet. Habt ihr das gesehen? Ein geiler Indikator für den Kaizo. Muss ich den auch einfach rechts runterwerfen? Wahrscheinlich muss ich den auch einfach rechts runterwerfen, ich Idiot. Den Stein. Ja. Mega. Use Captain's Key.
Thank the gods you came back for me. I didn't come back for you. Ich hab den Schlüssel. Nein. Ah, der Turnblock bleibt gedreht. Oh! She's a Reno! So nämlich! Ah. Okay. El Morito, danke für 49 Monate. Alter, was für ein geil inszeniertes erstes Level, oder? What? Okay. Ja, Previous Level geht leider erst im zweiten Level. Da muss ich mal gucken. London Dungeon. Eigentlich dumm. Okay. Okay. Wie soll ich denn das machen? Alter, das ist bockschwer. Aber sehr, sehr cool. Ich mag zum Beispiel die ganze Farbpalette, der ganze Style in dem Hack, der gefällt mir gut. Kann aber verstehen, wenn das nicht jeder mag. Okay, das ist jetzt richtig eklig da. Der Part mit den Dreien. LB. LR. Ah. Okay. Wieder so eine Wand. Das ist auch cool. First try! Excursions. Oh, da bin ich, hinterm Baum. Okay, tighter Jump. Oh.
Oh, da muss ich ihn mit Air treffen. Okay, das ist aber ein geiles Setup, ne? Also ich bin ja kein Chuck-Fan, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber der ist schon hier kreativ eingebaut. Boah, wieder mal, das könnte mal wieder so ein richtig geiler Hack werden. Von Anfang bis Ende. Mal gucken. Bin mal gespannt, ob es irgendwann noch übertreibt. Weil das fühlt sich hier gerade total geil an. Chaka, chaka. Alter, das... Ey, der Kaizo hier ist aber wirklich insane. Oh, wo ist der Alert? Eddie, Junge, danke für deinen Raid. Einfach wieder RIP hier, kein Alert. Dankeschön. Junge, danke, 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 danke. Ach, ich brauch kein Glück hier, das ist einfach schöner Casual Run. Hier wird gerade nichts gerunnt, das ist einfach, Casual Playthrough. Ich weiß nicht, wo der Alert wieder ist. Ja, I gotta believe. I believe. Vielen Dank, Mann. Grüße gehen raus. Was macht die Kunst? Wo Weltrekord? Wo? Krefeld ist die Retrobörse. Ey, ich bin heute 6 Stunden Auto gefahren für Retro-Scheiße, also ich habe nicht mal mehr Bock. Ah ja, das habe ich gesehen. Magical Quest, das habe ich sogar auch mal gerannt. Aber, also, nicht so ambitioniert, wie du das tust. Ich habe ab und zu, ich habe das immer mal wieder im Hintergrund auf bei dir. Ich weiß, also, so ambitioniert wie du habe ich es nie gemacht. Also, sehr cool, ey. Viel Spaß. Ist irgendwie, ist natürlich ein bisschen stumpf, das Game, ne? Aber ich fand später, ich fand es so weird, dass du auf der, dass du die Geschwindigkeit auf den Slopes bei dem Game, das fand ich irgendwie, aber auch irgendwie geil. Dass du quasi keine Renntaste hast, sondern du die Geschwindigkeit von den Slopes so irgendwie so cool mitnimmst. Ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwann ist die Grenze erreicht, so. Man kann gar nicht mehr viel mehr rausholen aus den Leveln durch Movement. Aber ja, es ist ein geiles Spiel. Es ist halt auch natürlich casual sowieso ein ultra geiles Game. Boah, ja, okay. Hellsehen war nicht an. Ja, ich meine, so viel Movement-Tech gibt's da ja nicht, ne? Ja, was es nicht weniger anspruchsvoll macht. Geht halt darum, die ganze Zeit so abzu... Alles muss perfekt sein. Also, ja. Aber ist natürlich ein ultra geiles Game. Der Penner... Ach, komm. Was mir diesmal retrotechnisch gegönnt habe, ey komm, ich kann noch mal rein jetzt. Ich hatte es nur am Anfang mal kurz gezeigt. Ich habe heute wirklich alles Königliche bekommen. Ich habe hier, der liegt hier noch, den Amiga 500 in einem Top-Zustand, RGB-modded, HDMI-Ausgang sogar. Brauche ich jetzt nicht für mein Setup, ich will ja eher eine Röhre spielen im Stream. Aber ein ultra geiles Teil, mit allem drum und dran, mit Joysticks, mit... Ja, wie es sich gehört, mit den klassischen Sigma-Joysticks. Hört euch den Sound an. Oh! Mit Netzteil, mit allem Bums. Hier, noch einer. Oh, Junge! Wir hatten Amiga 600. Aber das war eigentlich, ist es das Gleiche. Und ein N64, auch RGB-modded. Hat sogar HDMI, also da ist der Pixel FX-Gem drin, der Retro-Gem. Hat HDMI out, brauche ich aber auch nicht. Aber RGB region free, richtig geil, geht dann auch über RGB in meine Hydra. Dann der Ausgang in meine Röhre und ihr kriegt sexy Bild im Stream und ich kann an der Röhre spielen. Und ja, da kommt dann mein Everdrive rein und dann, ja, ist es halt so, dass ich über RGB mein Bild an die Röhre kriege und ihr in den Stream über HDMI das Crystal Clear Bild sozusagen. Mal gucken, wie. Auf jeden Fall wird's geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Junge, was ist das? Wie soll ich da durch? Dass der Penner da auch noch da... Der macht ja so wenig Platz. Kein Dialekt? Ja, nicht wirklich. Also ich würde mal sagen, ich spreche zu 99% Hochdeutsch. Ab und zu kommt vielleicht ein bisschen Pott durch, aber... Nee. Elden Ring DLC werde ich natürlich auch spielen, ja. Muss halt nur nochmal... Okay. Mal gucken, wie ich
mich darauf vorbereite, wie ich reingehe ins DLC. So, dann Nax. Hey ho. Weird Fishes are Peggy. Alter, diese Map auch. Ultra geil, ne? Es hat irgendwas richtig Cooles. Okay. Das sind wirklich weirde Fische. Das sind die aus SMB2. Vielen Dank für die schönen Stunden. Tonios, danke sehr. Oh, lol, ich kann die grabben. Aber das macht es natürlich nicht einfacher. Oh Gott. Alter, das ist ja Horror. Oh, kein Spinjump und kein Sprinten. Oh Gott. Nochmal neu anfangen bei Elden Ring. Wisst ihr, worauf ich vielleicht mal Bock hätte? Auf einen Run mit Backseat Gaming bei Elden Ring. Einfach mal, um alles so kennenzulernen. Um keine Geheimnisse zu übersehen oder so. Oder mit Karte spielen. Stimmt, ich glaube, dass das auch cool ist. Also klingt vielleicht jetzt ein bisschen dumm. Hä, wie soll ich denn hier durch? Ohne rennen. Oder kann ich rennen? Ach so, ich kann die halten. Ich darf die nur nicht drücken. Okay, das ist ja komplett weird. Also ich darf Y halten auf dem Fisch. Aber sobald ich Y drücke, kommt der Grab. Was ist das denn für ein Fisch? Okay, was spricht dagegen, dass ich ihn kille? Okay. Dass das der Plan ist. Okay, so. Tschüss, Schlüssel. Ja, ich werde bestimmt auch nochmal das ein oder andere öffnen. Ist halt ein gutes Set, ne? Den Eldrami hätte ich gerne gehabt. Obwohl ich glaube, dass der als Commander komplett OP ist. Wie heißt der denn jetzt? Ist das nicht Eladrami? Also Eladrami ist eigentlich so ein klassischer Elf, das weiß ich auch. Aber hat der nicht einen ist der nicht ein Legendary für 2 grün, 1 farblos oder so? In dem neuen Set? Ja, Eladrami, ne? Aber der ist doch jetzt auch... Oder bin ich ganz blöd? Der hat sowas für ein grünes Tappen, du kannst... dir die oberste Karte deiner Library, wenn es eine Kreatur ist, ins Spiel bringen oder eine Kreatur aus deiner Hand aufs Spielfeld putten. Und du kannst jetzt zu jedem Zeitpunkt die Top-Karte deiner Library angucken. Ich finde den auch so komplett broken. Also, die haben da wieder irgendwas gemacht. Also, weiß nicht. Hilfe, hey, danke. Pioneer, gerne, Saphros. Gerne. Dann dauert es halt nur 3 Züge. Ist halt schön angenehme Geschwindigkeit. Okay. Ach, den muss ich mitnehmen. Oh, verstehe. Okay. Mal gucken, ob ich den Pilz noch brauche. Fische sind schlimm.
Okay. We will fall together. Hä, das ist doch, ist eine Anspielung an den, an die Thwomps? Ja, tatsächlich. Ist es nicht von Just in oh lol, wie geil ist denn das? In Invictus? Heißt es nicht auch Fall Together? Nice. Checkpoint. Oh, lol. Shit. Hallo zusammen. Nice. Abtona, danke für 36 Monate. Oh, Nebelwand. Moment. Was ist jetzt hier los? Oh, ein Boost von Korgrim, Shadow of the Colossus. Ist das auf der Liste? Problem ist, dass ich halt nicht nach rechts gucken darf auf der Plattform. Und dann kommt halt der Stein. Das ist das Problem. Ich glaube, das ist das kleine Problem. Ja, wild, aber geil, ne? Also, ich muss wirklich sagen, ultra, ultra cool und kreativ. Aber jetzt kommt halt das Ding. Ja, böse. Wahrscheinlich würde der obere Resno reichen. Alter, das ist ein Boss, leck mich am Arsch. Also, wirklich leider kein guter Boss, meiner Meinung nach. Irgendwie ganz nice, aber technisch fühlt sich jetzt schon wieder an wie, wie ein Mülltonnen-Boss. Alter. Hasse ich. Ich hasse Autofahren. Wirklich. Macht mich nicht glücklich. Alter. Warte mal, hier stehe ich ja safe, ne? Dann ist der Trick einfach jetzt da zu springen. Okay. Ja, ne, ich fahre ja gar nicht gerne aus. Aber bei mir hat es sich ja wenigstens gelohnt. Ich habe ja schöne Sachen abgeholt. First try, geht so, ne? Du meinst... Uff. Du meinst Beißen? Ja, was haben sie mit M Beißen gemacht, bitte? Finde ich sehr cool. Okay. Cooler Deathblock. Ja, aber die ist schon schick. Alter, das ist ja ekelhaft. Gangland, danke für 76 Monate. Vielen Dank. Junge, Alter, das war aber ekelhaft. Ach krass, okay. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, den kann man schießen, den Move. Oh, Leute, ich brauche immer noch ein gutes System, um hier die Konsolen in der Nähe dieses Bildschirms irgendwie gut zu platzieren. Das tiltet mich so sehr, dass
dass das hier einfach so vor dem Bildschirm liegt. Das mag ich nicht. Ich brauche ein gutes System. Ein gutes Regalsystem sozusagen. Aber das Problem ist, ich muss ja drankommen, um die Reset-Taste zu drücken. Ich bräuchte hier irgendwas, was ich so... Boah, es wäre alles so gut. Oder echt unterm Tisch vielleicht irgendwas zum Rausziehen oder so. Das wäre auch richtig geil, wenn hier dann... Das wäre auch smart. Ey, mir fällt es gerade auf. Vielleicht muss es unterm Tisch sein. Kein Tischler am Start. Nein. Naja, so viele nicht. Die ich gerade benutze. Weil das Problem ist, ich mache gleich die Kamera an. Die stehen ja hier jetzt immer so vor der Röhre. Das ist eigentlich nicht geil. Und da steht zwar mein PC, aber das müsste nicht sein. Der könnte auch da stehen. Also er könnte auch... Ja, ich brauche was, um hier die Konsolen rauszuziehen. Vielleicht einfach so einen geilen... Oder einfach was zum Rollen? Boah, da muss ich mal gucken. Wen fragt man denn für sowas? Das Problem ist ja, ich muss ja auch noch mit den Kabeln... Also ich kann die ja... Ich könnte natürlich sie hinten irgendwie gut platzieren, aber die Kabel von der Konsole, von den Controllern müssen natürlich... Also die haben ja dummerweise Kabel, kurze. Das ist schon auf Spannung hier. Und ich will ja die Reset-Taste drücken können. Das heißt, es muss ja in meiner Nähe sein. Ja, aber ich weiß nicht, ist ja wirklich ein Tischler... Also, das ist natürlich das Umständlichste. Am liebsten hätte ich ja irgendwas, was in die Richtung geht und man das vielleicht dann leicht modifiziert. Naja, für diese Sache bräuchte ich ja nicht so viele Konsolen. Also, ich brauche ja die ganzen modernen Konsolen nicht da drin. Ich rede hier von einer, ja, von einer PlayStation, einer Dreamcast, einem Super Nintendo, einem N64. Vielleicht vier. Vier gleichzeitig würden ja auch reichen, weil ich könnte ja dann auch... Ich brauche ja nicht vier gleichzeitig. Also... Einfach, oder es würden sogar auch zwei reichen. Ja, aber die müssen ja nicht alle gleichzeitig immer zu jedem Zeitpunkt sofort spielbar sein. Aber wäre es natürlich noch geiler. Aber mit sechs wird es aber schon ein Problem. Ja, für zwei Konsolen würde es reichen, ja. Also es wäre auf jeden Fall schon mal okay. Mehr wären besser.